Auch Adam Schmeichel zieht zum Vater in Westdeutschland. Beruflich ist er viel unterwegs und erfolgreich. Ich bin unheimlich vorsichtig, halte alles zusammen. Ich habe panische Angst. Man steht da wieder vorm Nichts da und es könnte morgen vorbei sein. Siegfried Kesse, seit über 50 Jahren verheiratet, hat heute 5 Kinder und 3 Enkel. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal größer bin, wenn ich mal Familie habe, meinen Kindern soll es so nicht gehen. Das gönnt man keinem anderen Menschen. Die ganze Liebe hat immer unseren Kindern gehört und gehört heute unseren Enkelkindern. Die Familie bedeutet für mich alles. Wenn ich solche Schilderungen höre, wird mir jedes Mal bewusst, welches Glück es bedeutet, eine Familie zu haben. Hunger, Obdachlosigkeit und Tod, es sind stets die Kinder, die all das am härtesten trifft. Das gilt auch heute noch an allzu vielen Orten auf der Welt. Dort, wo der Krieg die Schicksale bestimmt. Bis bald und bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History, eine Königin mit Stil und Würde. Nach dem Unfall in Paris will sie durch eiserne Disziplin das Chaos verhindern und bringt stattdessen die Monarchie ins Wanken. Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History, Geheimnisse der Geschichte. Das sind meine 100 Euro. Davon kriegt die Hälfte mein Vaterland. Soll ich jetzt noch mal was abzwacken für Europa? Wir reden über Geld. Es ist Zeit für ZDF Zeit. Sie lügen, sie betrügen, sie töten. Sie beschaffen Informationen um jeden Preis. Im Grunde genommen kann aus der einfachen Hausfrau Mata Hari werden ohne Probleme. Die unheimliche Macht der Geheimdienste. ZDF Zeit. Morgen, 20.15 Uhr. Welsberg Interaktiv, die Bielefeld-Verschwörung unter 101bielefeld.de und der Film am 18. Februar um 20.15 Uhr im ZDF. Liebe Zuschauer, willkommen zu den Heute-Nachrichten. Einen Tag vor dem EU-Gipfel hat der enorme Finanzbedarf Griechenlands weiter die politische Debatte bestimmt. In Athen schwor Ministerpräsident Papadimos die griechischen Parteichefs noch einmal auf seinen Sparkurs ein. Ohne harte Reformen und eine Einigung mit den Banken auf einen Schuldenerlass gehe das Land pleite. Auch in Brüssel wurde die Lage Griechenlands aufmerksam verfolgt. Hauptsächlich wollen die Regierungschefs morgen über Wachstumsanreize beraten. Außerdem soll der neue Rettungsschirm ESM verabschiedet werden. Damit will die EU kriselnde Euro-Länder unterstützen, wenn die sich zum soliden Haushalten verpflichten. 500 Milliarden Euro stark ist der ESM. Einige Staaten fordern, ihn noch weiter aufzustocken. Deutschland wehrt sich, wird aber möglicherweise einlenken müssen, meint unser Brüsseler Korrespondent Udo van Kampen. Die Staats- und Regierungschefs hatten im Dezember vereinbart, also im März, da wollen wir nochmal drüber reden, ob dieser Rettungsschirm überhaupt ausreicht. Und der Druck, das muss man sagen, nicht nur in Brüssel, weltweit ist riesengroß auf Deutschland, mehr zu tun für die Rettung des Euro. Und da muss man sagen, ich glaube, dass man sich diesem Druck nicht widersetzen kann. Frankreich will als erstes Land der Eurozone eine Finanztransaktionssteuer einführen. Die Abgabe von 0,1% auf alle Finanzgeschäfte soll ab August erhoben werden. Das teilte Präsident Sarkozy am Abend in einem Fernsehinterview mit. Er hoffe, dass andere Staaten diesem Beispiel folgen werden. So etwas hat es im Bundespräsidialamt bisher noch nicht gegeben. In der Korruptionsaffäre um den ehemaligen Sprecher von Bundespräsident Wulff haben Ermittler das frühere Dienstzimmer Gläsekers durchsucht. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Zu Beginn der Kredit- und Medienaffäre im Dezember hatte Wulff seinen langjährigen Vertrauten überraschend und ohne Begründung entlassen. Dort, wo sonst Staatsoberhäupter und Ehrengäste über rote Teppiche laufen, fuhr diese Woche die Staatsanwaltschaft vor. Ein paar Stunden hätten die Beamten dort verbracht,
Bundespräsidialamt und Staatsanwaltschaft bestätigen den Vorgang. Wir haben Unterlagen und Computerdateien beschlagnahmt, die jetzt ausgewertet werden müssen, so die Staatsanwaltschaft. Es gibt einen konkretisierten Anfangsverdacht gegen Herrn Gläsecker. Bestechlichkeit lautet der Verdacht gegen den entlassenen Sprecher von Christian Wulff. Olaf Gläsecker soll als niedersächsischer Regierungssprecher den Eventmanager Manfred Schmidt gefällig gefördert, dafür kostenlose Urlaube bekommen haben. Die Ermittlungen laufen bereits seit 1,5 Wochen. Neu ist nur der Schauplatz. Man kann sich schwer vorstellen, dass das alles ohne Wissen des Ministerpräsidenten der CDU, Herrn Wulff, gelaufen ist. Und dass er nun in all diesen Wochen nicht die Chance ergriffen hat, Klarheit dort hineinzubringen, sondern dass es nötig ist, dass Staatsanwaltschaften Durchsuchungsbeschlüsse für das Bundespräsidialamt fassen. Das ist schon ein Tiefpunkt in der demokratischen und politischen Kultur unseres Landes. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Bundespräsidenten. Und da haben sie diese Maßnahme aus ihrer Sicht für richtig gehalten. Das habe ich nicht zu bewerten. Es wird ja nicht gegen Herrn Wulff ermittelt. Es werde Wochen dauern, bis alles ausgewertet ist. Beweismittel aus dem Präsidialamt, das gab es noch nie. Einen Tag nach Abbruch der Beobachtermission der Arabischen Liga hat die Gewalt in Syrien massiv zugenommen. In Vororten der Hauptstadt Damaskus gab es schwere Kämpfe zwischen Armee und Gegnern des Assad-Regimes. Immer wieder laufen Soldaten zur Opposition über. Nach Angaben von Menschenrechtlern soll bei Gefechten allein am Sonntag mindestens 62 Menschen getötet worden sein. Und zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Mainz sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft durch den 3:1 Heimsieg gegen Freiburg, das nun letzter ist. Im anderen Spiel war wieder einmal Marco Reus der Mann des Tages. Beim 3:0 Auswärtssieg seiner Gladbacher in Stuttgart war er an allen 3 Toren beteiligt. Hier das 1:0 durch Hanke. Den 2. Treffer schoss Reus selbst und den 3. bereitete er durch diesen Pass vor. De Camargos 3:0 besiegelte den 1. Gladbacher Sieg in Stuttgart seit 17 Jahren. Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic hat zum 3. Mal die Australian Open gewonnen. In einem wahren Krimi besiegte Djokovic den Spanier Rafael Nadal. In 5 dramatischen Sätzen über fast 6 Stunden. Das ist das längste Grand-Slam-Finale der Tennisgeschichte. Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat in der Superkombination im schweizerischen St. Moritz ihren ersten Sieg in dieser Weltcup-Saison eingefahren. Nach mehr als 11-monatiger Durststrecke konnte sich die Doppel-Olympiasiegerin endlich wieder freuen. Mit hauchdünnem Vorsprung kam sie ins Ziel, gerade mal 300stel schneller als ihre stärkste Konkurrentin Lindsay Vonn aus den USA. Und das Wetter wird in dieser Woche von einem Hoch aus Sibirien bestimmt. Es wird eisig kalt. Am Montag im Nordosten bei kräftigem Ostwind sonnig, sonst oft bedeckt, im Südwesten etwas Schnee, -5 bis +2 Grad. Die weiteren Aussichten, Schnee fällt kaum noch, meist ist es sonnig. Aber es wird bitterkalt. Ab Mittwoch gibt es überall Dauerfrost. Und Kapitalismus Reloaded heißt es jetzt hier im Nachtstudio. Ihnen einen guten Start in die Woche. Stimmen lügen. Denn man kann ihnen nicht in die Augen sehen. Ich werde dich wahnsinnig gerne mal im Arm halten. Warum hast du uns nichts gesagt? Benjamin, was bedeutet SM und das Datum? Mit anderen Frauen das gehabt? Ich hasse diese Frauen. Stimmen töten. Ist das der Tod entscheidet? Stralsund, blutige Fährte. Der Fernsehfilm der Woche. Heute, 20.15 Uhr im ZDF. Melzig! Triol, was ist denn? Ja, auf geht's, Welt retten! Welt retten, oje, mit wem denn? Mit wem? Mit uns! Nur mit uns! Nein, nicht nur! Da. Diesmal mit Arnulf Rating, Carmela De Feo und Piep Glocke. Ja, wo wohl? In der Anstalt! Neues aus der Anstalt, morgen 22.15 Uhr. Im ZDF. Ja, bisschen tiefer. Na also, geht doch. Alle Jahre wieder 2600 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und aller Welt. Weltwirtschaftsforum Davos heißt das Welterklärungsritual. Herzlich
Willkommen zum ZDF-Nachtstudio. Kapitalismus reloaded. Neue Regeln für die Weltwirtschaft. So heißt das Thema bei uns. Und meine Gäste am Kamin sind Marie-Christine Ostermann. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Lebensmittelgroßhandels Rulco Großeinkauf GmbH und Co. KG. Soweit muss es stimmen. Und sie ist Bundesvorsitzende des Verbandes Die jungen Unternehmer. Dirk Müller, er ist Börsenmakler und gelernter Bankkaufmann, Geschäftsführer der Gesellschaft Finanzethos GmbH und als Mr. DAX hat er in vielen Talkshows uns die Welt des Geldes erklärt. Gerald Höran, er hat Wirtschaft und Mathematik in Harvard studiert und leitet heute die international tätige Palace Capital Holding AG. Er selbst bezeichnet sich als Investment-Punk. Das muss er uns erklären, was das eigentlich ist. Und Professor Dr. Nico Pech, er ist Diplom-Volkswirt, Professor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Uni in Oldenburg, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von ATTAC und Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomie. Meine Damen, meine Herren, der Klaus Schwab, Erfinder von Davos, hat bei der Eröffnung gesagt, der Kapitalismus in der bisherigen Form passt nicht länger zu unserer Welt. Frau Ostermann, Sie als Kapitalistin, fühlen Sie sich bedrängt? Ich sehe mich als Verfechterin der sozialen Marktwirtschaft, das Modell, in dem wir leben. Und ich finde, dass die soziale Marktwirtschaft auf jeden Fall genau das richtige Modell ist. Es gab allerdings Auswüchse in der Vergangenheit, den sogenannten Casino-Kapitalismus, der auf jeden Fall nicht in Ordnung ist und der bekämpft werden muss. Da war es ja leider nun mal so, dass gerade in der Finanzbranche Risiken eingegangen wurden und Investments getätigt wurden und die Leute, die das gemacht haben, aber leider Gottes hinterher auch nicht die Haftung und die Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen übernommen haben. Und das ist einfach eine ganz wichtige Regel der sozialen Marktwirtschaft, dass, wenn wir investieren und an der Wirtschaft teilhaben, dass wir aber eben auch die Verantwortung übernehmen und auch selber für unsere Entscheidungen haften. Dieses Modell wurde außer Kraft gesetzt, dieses Prinzip, und das muss unbedingt wieder in Zukunft eingehalten werden. Durch die Märkte oder durch von was? Den Teilnehmern am Markt, die diese Investitionen getätigt haben, die schiefgegangen sind, wo Verluste entstanden sind, die dann auf die Allgemeinheit abgewälzt wurden. Und das ist eben nicht in Ordnung. Und hier sehe ich doch auch große Fehler in der Politik, die wirklich auch dafür da ist, das ist die Kernkompetenz der Politik, Spielregeln zu schaffen am Markt, die wirklich jeder einhalten muss. Wir müssen alle Rücksicht aufeinander nehmen und wirklich nicht immer nur egoistisch an uns selber denken. Und dafür braucht man Spielregeln. Das ist der Kern auch der sozialen Marktwirtschaft. Ja. Und der wurde leider außer Kraft gesetzt. Professor Pech, ist das tatsächlich der Unterschied zwischen Kapitalismus, man sagt ja wieder Kapitalismus, man sagt ja nicht wieder Marktwirtschaft, der Unterschied zwischen einer speziellen Form jetzt in Europa des Kapitalismus oder steht der Kapitalismus, also das Handeln von Waren mit allem Möglichen und Geld, steht er wirklich an seinem Turning Point? Das tut er mit Sicherheit, aber das Problem ist, dass der Begriff Kapitalismus zunächst mal definiert werden muss. Wenn Sie 5 Kapitalismuskritiker oder Kritikerinnen danach fragen, was sie denn unter Kapitalismus verstehen, bekommen sie 6 Antworten. Ich zähle mal ein paar auf. Neoliberalismus, Marktwirtschaft, Konkurrenz, Gewinnorientierung, industrielle Arbeitsteilung, Wachstum, Konsumorientierung, dann Privatisierung, Kommerzialisierung unseres Lebens. Diese Dinge werden oft durcheinander geworfen. Als Volkswirt habe ich mich daran gewöhnt, den Kapitalismus als ein Eigentumsregime zu betrachten und ihn streng zu trennen eben von der Marktwirtschaft und auch von der Art, wie wir produzieren, wie wir konsumieren. Mir ist wichtig, dass die industrielle Arbeitsteilung, unsere Konsumorientierung, dass das eigentlich den Kern vieler Krisen ausmacht. Auch viele Aspekte der Finanzkrisen, die wir ja erlebt haben gerade in letzter Zeit, hängen damit zusammen, dass wir eine Lebensweise kultiviert haben, die darin besteht, dass wir grundsätzlich über unsere Verhältnisse leben. Und die Ausbeutung, die oft gebrandmarkt wird von Kapitalismuskritikern, bezieht sich dann keineswegs nur auf die sogenannten Kapitalisten oder Unternehmer, sondern auch auf Konsumentinnen und Konsumenten. Jeder Mensch, der materiell über seine Verhältnisse lebt, wird damit zu jemandem, der letzten Endes Teil an einem System hat, das nicht stabil sein kann. Und Kapitalismus ist ein Teilaspekt. Aber die Art, wie wir produzieren und konsumieren, das alles gehört mit dazu. Sind wir denn sozusagen selber schuld?
Oder? Natürlich sind wir selber schuld. Ja. Wir haben dieses System geschaffen. Also wir heißt alle, die daran teilhaben. Ja. Der eine mehr, der andere weniger, aber wir sind alle Teil dieses Systems. Und von daher kann man zwar sagen, wer hat mehr Schuld, wer hat weniger Schuld. Die Frage sollte aber nicht nach der Schuld gestellt werden, sondern nach dem, wie verändern wir was? Was müssen wir an den Stellschrauben drehen, damit wir zu einem vernünftigeren Miteinander kommen? Ja. Ich bin vollkommen dabei, die soziale Marktwirtschaft ist das Beste, was wir bisher ausprobiert haben. Wir haben viele Systeme in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden probiert. Die soziale Marktwirtschaft ist die sinnvollste. Mhm. Wichtig ist aber, dass es so, wie es ursprünglich mal angedacht war, auch gleich groß geschrieben wird, diese beiden Wörter, Sozial- und Marktwirtschaft. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich nach meiner Beobachtung dieses Sozial immer kleiner geschrieben und das Marktwirtschaft immer größer geschrieben. Und das führt unter anderem zu Verwerfungen. Aber auch der wichtigste Punkt, der in Ihre Richtung auch geht, dieses ewige Wachstum kann nicht funktionieren. Ein System, das ewig weiter wächst, ist ein krankes System. Mhm. Es gibt in der Natur nichts, was ewig weiter wächst. Irgendwann hat jedes System, jedes Individuum seine ideale Größe erreicht. Der Mensch hört irgendwann auf zu wachsen, der eine früher, der andere später. Mhm. Aber irgendwann hört er auf, der wird nicht 17 Meter groß. Ein Baum hat irgendwann seine maximale Größe, ideale Größe erreicht. Ein Ökosystem hat irgendwann seine ideale Größe erreicht. Eine Marktwirtschaft, ein Wirtschaftssystem, das so aufgebaut ist, dass es ewig weiter wächst und expandiert, das ist ein krankes System wie ein Krebsgeschwür und führt immer wieder zum Kollaps des ganzen Universum, Systems. Universum, und wir haben es nicht gelernt, es immer wieder so umzubauen, dass wir eine vernünftige, ideale Größe erreichen. Herr Hörein, ist denn beim Kapitalismus, wir nehmen jetzt mal das Schlagwort, und da klingt natürlich auch Marxismus an, ist denn im Kapitalismus diese Krise, die wir jetzt erleben, nicht sowieso inhärent? Ist es nicht einfach eingeschrieben in dieses Wertesystem oder dieses Handelssystem, was es ja ist? Nein, sondern die Krise, die wir jetzt haben, basiert darauf, dass die europäischen Staaten über ihre Verhältnisse gelebt haben und das über Jahrzehnte. Und anstatt sich zu reformieren, Leistungsträger und Unternehmer zu fördern und auch das Wort sozial für meine Generation und die nachfolgende Generation zu erhalten, wird praktisch auf extreme Bürokratie aufgebaut, überbordende soziale Systeme geschaffen, die nicht mehr finanzierbar sind und auf der EU-Ebene keine Entscheidungen getroffen. Das ist das, was Europa zum Abgrund führt. Und der zweite Punkt, der sicherlich auch ein Problem ist, dass sich Europa gegen Amerika nicht durchsetzen kann. Und wer nachhaltig wirtschaftet, muss dauerhaft als Privatperson wie ein Staat mehr einnehmen, als er ausgibt. Und er muss seine Schulden bezahlen können. Und kein europäischer Staat und fairerweise auch nicht der Vereinigten Staaten können ihre Schulden jemals bezahlen. Das kann niemand. Ja, und das ist ein Problem des Ganzen. Aber es ist genau, da kommst du genau an den richtigen Punkt. Und ich glaube, um den dreht sich auch das Wachstum, um den dreht sich die Verschuldung. Wir haben ein Schuldgeldsystem, in dem Geld ausschließlich durch Kreditaufnahmen entsteht, in dem Schulden gemacht werden. Und das ist das ganz Fatale daran. Nehmen wir ein ganz klassisches, ganz kleines Beispiel. Nehmen wir an, Sie würden sich bei mir Geld leihen. Ich bin der Einzige, der Geld schöpfen kann. Sie leihen sich bei mir heute 100 Euro. Die müssen Sie morgen zurückgeben oder in einem Jahr zurückgeben mit Zins. Wenn aber nur Geld durch Kreditaufnahme geschöpft werden kann, Sie müssen mir nächstes Jahr 105 Euro zurückgeben. Wo kommen diese 5 Euro her? Irgendjemand muss also im nächsten Jahr 105 Euro sich leihen, damit ich mein Geld plus Zinsen zurückbekomme. Moment, er wirtschaftet ja. Geld muss irgendwo herkommen. Nein, aber Sie sind ja so. Erwirtschaftet werden. Sie müssen erwirtschaftet werden. Und ich finde, dass man einen Wert, dass man Geld, dass man Kapital, was man braucht für unsere Zukunft, dass man das auch auf eine nachhaltige Weise erwirtschaften kann. Das beste Beispiel in Deutschland sind sehr viele Familienunternehmen, die das tun. Die wirklich, Ihr Unternehmen ist ein Familienunternehmen. Ja, genau. Ja. Die eben langfristig denken, die natürlich daran denken, Gewinn zu erwirtschaften für die Zukunft des Unternehmens und der Mitarbeiter, die aber natürlich auch die Folgen abschätzen, was für Konsequenzen das hat. Und die natürlich auch bedenken, wenn man investiert und Schulden aufnimmt, dass man die eben auch zurückbezahlen kann. Und deswegen, also ich persönlich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Wachstum etwas sehr Positives ist, dass wir das auch für unsere Zukunft brauchen, auch um irgendwo unseren Wohlstand zu sichern. Was heißt das konkret bei Ihrer Firma? Das heißt auch, wenn Sie, Sie sind Großhandel für Lebensmittel. Richtig. Das heißt, Sie müssen irgendwie dann immer expandieren. Also Sie beliefern ja Krankenhäuser, Sie beliefern Heime. Ja. Das heißt, wenn Sie wachsen, müssen Sie dann irgendwann nochmal die Gastronomie beliefern oder müssen Sie ausdehnen bis in die Niederlande oder wie auch immer. Wie stellen Sie sich das Wachstum konkret vor?
Sie müssen ihren Umsatz steigern, auf jeden Fall, weil Löhne steigen, weil Preise steigen. Letztendlich ist es aber ganz wichtig, dass sie auch ihre Kosten im Griff haben und somit wachsen durch Gewinnsteigerung. Das kann man auf verschiedene Methoden machen. Für mich persönlich ist aber immer wichtig, dass dieses Wachstum nachhaltig ist, dass ich unabhängig bin von Banken, dass ich keine zu hohen Risiken eingehe, dass auch die Gesellschaft, in der das Unternehmen lebt, dass die auch gut mit dem Unternehmen leben kann, weil wir auf die Gesellschaft angewiesen sind, weil wir auch gute Mitarbeiter brauchen. Es ist auch wichtig, dass das Unternehmen ökologisch gut aufgestellt ist. Also man muss immer alle Zusammenhänge mit beobachten und das Ganze ganzheitlich sehen. Aber ich muss widersprechen, wenn gesagt wird, dass Wachstum etwas nicht Positives ist. Ich finde, das ist sehr positiv, solange es eben nachhaltig ist. Also, dass man nicht zu viele Schulden macht beispielsweise. Man kann ja auch wachsen, indem man sagt, man wird produktiver, man setzt die Mittel wesentlich effizienter ein. Dann braucht man nämlich vielleicht auch weniger Ressourcen, die man einsetzt und bekommt trotzdem was viel Besseres heraus. Auch der medizinische Fortschritt ist für mich Wachstum. Wachstum im positiven Sinne. Das sind könnte man die beiden also zum Beispiel mal kombinieren, Fortschritt und Wachstum, also ob das nicht ein Unterschied ist. Denn das, was Sie vorhin gesagt haben, das klingt ja eigentlich wie die Gründung des, jetzt sage ich nicht Kapitalismus, des Fabrikanten im 19. Jahrhundert, Grupp oder so, die dann gegründet haben, für ihre Mitarbeiter da waren und so etwas. Die konnten ja im Prinzip bis heute wachsen und würden dann Konzerne. Aber wenn man doch zum Beispiel den technologischen Fortschritt einbaut, dann könnte man ja Wachstum eigentlich anders definieren. Natürlich kann man Wachstum anders definieren und trotzdem stelle ich in Abrede, dass es so etwas wie nachhaltiges Wachstum wirklich geben könnte. Also Wachstum bedeutet immer, wenn es um ein Wachstum des Geldes geht, dass es nicht nur eine Entstehungs-, sondern auch eine Verwendungsseite des Geldes gibt. Das heißt, jedes weitere Geld, das in Form eines Überschusses in die Wirtschaft fließt, befähigt irgendjemanden, mehr Geld auszugeben. Und dieses mehr Ausgeben kann nicht ökologisch neutral sein. Es gibt keinen CO2-neutralen Dollar, Euro oder Yen. Das heißt also, es gibt immer einen sogenannten Einkommenseffekt, den ich habe, wenn ich die Wirtschaft wachsen lasse. Deswegen glaube ich überhaupt nicht, dass es sowas wie nachhaltiges Wachstum gibt. Selbst wenn wir es hinbekommen können, für, nehmen wir mal an, 1.000 zusätzliche Euro, die wir erwirtschaften, weniger CO2-Output und weniger ökologische Schäden damit zu verursachen, sind es immer noch zusätzliche Schäden. Selbst, das Wachstum in der Branche der regenerativen Energien ist überhaupt nicht ökologisch neutral. Das heißt also, wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, dass unser Wohlstandsmodell, so wie es jetzt sich materialisiert, schlicht und ergreifend nicht zu retten ist. Weil Sie gerade gesagt haben, wir müssen unseren Wohlstand ja auch in gewisser Weise sichern. Aber wenn Sie mehr Geld schaffen und auf der anderen Seite aber auch reale Werte, also nicht einfach Geldvermehrung, die zu Inflation führt. Aber reale Werte, wenn Sie das schaffen, reale Werte zu schaffen, dass Sie Kapital haben, was in die Innovation fließt, wo Sie dann noch wieder effizienter sein können oder ganz tolle neue Ideen haben, die wieder auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, Existenz schaffen, dann ist das doch was total Positives, was uns nach vorne bringt. Ein Punkt. Das, was Sie sagen, ist rückschrittlich. Es ist nur eine Frage der Definition, wie definiere ich Wachstum? Definiere ich Wachstum wie in Amerika, indem ich mehr Militärausgaben habe oder mehr Waffen produziere, was sowohl die beide republikanischen Präsidentschaftskandidaten wollen, oder definiere ich als Wachstum als Zugewinn an Lebensqualität, an Verbesserung der Umweltbedingungen, an Verbesserung des Gesundheitssystems, an bessere Infrastruktur und an medizinischen Fortschritt. Und das ist die Aufgabe der Politik. Und Europa macht leider einen Fehler, dass es anstatt dieses Wachstums vor allem Wachstum der Bürokratie fördert. Und das ist das, was Europa an den Rand des Abgrunds bringt. Das ist das Problem. Aber wie kommt, oder ich muss jetzt mal nachdenken, ich verstehe sowieso nicht alles, ne? Da bin ich ja mit den Politikern in einem Boot. Wo ist dieser Knackpunkt, wenn wir jetzt Wachstum, wir lassen mal die Definition von Wachstum sein, ist es nicht so, dass wir zwischen Gütern und Geld mal unterscheiden müssen? Und absolut. da liegt doch der Punkt, der Hund im Graben oder so. Ne? Ja. Und dass Sie den Ball nochmal zurückspielen, weil da gingen jetzt die Dinge auch durcheinander. Tatsächlich, ich bin ja dabei, dass Wachstum, es gutes Wachstum geben kann, wenn wir den medizinischen Fortschritt verbessern, wenn es uns dem Einzelnen besser geht, wunderbar.
Aber wir haben eine Wirtschaft, die in der Entwicklung atmen muss. Sie können die Unternehmen nicht unendlich erweitern. Irgendwann beliefern sie die ganze Welt mit Produkten und alle anderen, die auch beliefert haben, sind irgendwann weg. Irgendwann ist eine maximale Größe ihres Unternehmens erreicht. Irgendwann kommt es auch zu Schrumpfungsprozessen. Es kommt in einer Wirtschaft immer auch wieder mal zu Rezessionen, in denen unproduktive, nicht funktionierende Unternehmen kaputt gehen, pleite gehen, Platz schaffen für neue, wie in einem Wald auch, wo Bäume absterben und neue nachwachsen. Das heißt, wir haben Jahre, in denen die Wirtschaft einfach schrumpft. Aber trotzdem in dieser Phase dennoch die Geldmenge weiter wächst. Warum? Ja, warum? Weil, wenn ich Ihnen Geld leihe für Ihr Unternehmen. Jetzt hat er schon 105 ich leihe Ihnen wieder zu zahlen. 100, immer reicher hier. Ich leihe Ihnen wieder 100 Euro für Ihr Unternehmen. Sie machen nächstes Jahr keinen Gewinn, sondern Verlust. Die Wirtschaft schrumpft. Mich interessiert das nicht. Ich bekomme von Ihnen 8% zurück. Ich bin nächstes Jahr reicher. Mein Geld wächst weiter, obwohl die Wirtschaft schrumpft. Mal gibt es ein Jahr, in dem die Wirtschaft wächst und ich auch reicher werde. Aber es gibt immer Jahre, in denen die Wirtschaft nicht wächst oder schrumpft, aber das Geld immer größer wird. Der Geld hat, immer mächtiger Geld wird. Ja. Das heißt, diese Abkopplung von Materie, diese Abkopplung. Allgemeines Äquivalent, sagt er. Von der Wirtschaft ist ein ganz großes Problem. Würde ich Ihnen das Geld nicht gegen Verzinsung leihen, sondern mich mit meinem Geld bei Ihnen beteiligen, wenn Sie nächstes Jahr keinen Gewinn machen, bekomme ich auch nichts. Dann ziehen wir in einem Gleichgewicht. Solange es aber ihm auf Schuld passiert. Ist es nicht. Doch, es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich Ihnen das Geld gegen Zins leihe oder mich bei Ihnen beteilige an Ihrem Ergebnis. Dann, wenn die Wirtschaft schrumpft, schrumpft auch mein Vermögen. Wenn die Wirtschaft wächst, schrumpft auch meine Möglichkeiten. Also eine viel größere Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Realwirtschaft und dem Geld. Aber das setzt voraus, dass Sie dann als Eigenkapitaleigner das wirklich aushalten. Ja, selbstverständlich. Was Sie aber tatsächlich machen, in der Realität zumindest, wäre es so, dass Sie Ihr Kapital abziehen. So funktionieren nun mal Märkte. Das heißt also, dass Sie natürlich mit Ihrem Kapital versuchen, eine höhere Rendite zu bekommen. Und das ist das richtige Stichwort. Wo ziehe ich das Kapital ab? Die Ankerinvestoren, die Versicherungen, die bei Daimler investiert sind, die Versicherungen, die seit Jahrzehnten bei Siemens investiert sind. Wenn Siemens nicht so gut ist, die bleiben bei Siemens investiert. Die haben weiter ihre Na gut, haben Sie schon mal von Private Equity gehört? Hier sitzen zum Beispiel junge Unternehmer und Unternehmer. Und Unternehmer werden sehr oft mit Eigenkapital finanziert, um zu wachsen. Das nennt sich Private Equity. Und dort kann man das Kapital gar nicht abziehen, weil diese Anlagen nicht liquid sind. Und das ist das, was unsere Wirtschaft mehr braucht. Ganz genau. Weil gerade Familienunternehmen, eigentümergeführte Unternehmen sind die, die das Land vorwärts bringen. Ja. Genau. Große Konzerne, die wie Staatsbürokratien agieren, sind Auslaufmodelle. Aber, und wenn Sie einen Kernaktionär haben von der Familie, der ist das, nun kann nicht jeder Familienunternehmen, kann nicht jeder Familienunternehmer werden. Nicht jeder. Aber Herr Hörern, ich würde Sie ganz persönlich gerne mal fragen, wie verdienen Sie Ihr Geld? Ich verdiene Geld in zwei Hauptrichtungen. Nummer eins, unterstützen wir mittelständische Unternehmen. Unternehmen wie das dieser Dame bei der Besorgung von Kapital. Insbesondere, das heißt, Sie wir nehmen beraten Kredite das Nein, wir beraten das Unternehmen, wie es zu Kapital kommt. Insbesondere zu Eigenkapital und zu eigenkapitalähnlichen Formen, die in Deutschland nach wie vor Mangelware sind, weil sich die Banken immer mehr zurückziehen. Korrekt. Und das Zweite, was wir machen, ist, wenn jemand sein Unternehmen verkauft, zum Beispiel wenn er in den Ruhestand geht oder wenn ein Konzern einen Konzernteil verkauft, dann strukturieren wir einen Prozess, damit der Verkäufer einen möglichst guten Verkaufserlös erzielt und das Unternehmen gut weitergeführt werden kann. Also so arbeiten doch auch die Hedgefonds. Nein. Das geht durcheinander. Also das geht oft durcheinander. Wir müssen ganz groß unterscheiden zwischen Hedgefonds und Private Equity. Da geht viel durcheinander. Auch Hedgefonds. Es gibt bei Hedgefonds gute und böse. Es gibt bei Private Equity gute und böse. Hedgefonds heißt eigentlich absichern. Die machen im Regel Folgendes. Die nehmen ein bisschen Geld, was sie sich leihen, also was sie bekommen von Anlegern. Das leihen sich, das bekommen die von Anlegern. Und dazu nehmen sie noch Kredite auf. Ein Vielfaches oft davon als Kredit. Und mit diesem Geld, sie haben vielleicht 1 Million aufgenommen, nehmen noch 10 Millionen dazu auf, sind größere Summen ab. Und damit machen sie eine richtig dicke Hose in den Märkten. Ja. Sichern, hedgen heißt absichern, das heißt, wenn die Kurse einbrechen, dann sichern die sich ab, damit sie von den fallenden Kursen nicht nachteilig behandelt werden. Private Equity ist das, was er macht einerseits, nämlich Geld bereitstellen für junge Unternehmen. Da gibt es gutes Private Equity, das wirklich Geld einsammelt von Leuten, die keine Ideen haben, was mitmachen sollen. Und da kriegen sie dann bereitstellen, Prozent, oder wie? Und das bereitstellen, mal lass mich das ausführen. Und das bereitstellen für junge Unternehmen und da auch langfristig aktiv bleiben. Das ist gutes Private Equity und absolut sinnvoll. Das böse Private Equity
Es sind viele große Player, die sagen, ich suche mir ein kleines Unternehmen, das nicht so recht weiß, was es macht. Das kaufe ich, zerschlag das und verkaufe es in seinen Einzelteilen und die Mitarbeiter die Hälfte entlasse ich und habe mir die Kasse voll gemacht. Ja. Das ist beides Private Equity, einmal gut und einmal böse. Ja. Also wir müssen die Definition haben. Aber gutes oder böses Private Equity? Wir haben sehr gutes Eigenkapital, würde ich mal sagen. Also die Eigenkapitalquote bei uns im Unternehmen ist sehr hoch. Wir sind nicht bankenabhängig. Wir haben im Prinzip keine langfristigen Kredite bei Banken. Was uns in der Krise auch sehr weitergeholfen hatte, dass wir keine Kredite brauchten. Aber ich selbst habe in St. Gallen studiert und mir wurde von Finanzexperten oft vorgeworfen, dass unser Kapital brach liegt, dass es falsch ist, dass wir so wenig Risiken eingehen und wir sollten uns doch bitte viel mehr verschulden, weil wir dann unsere Rendite eben auch steigern könnten. Das wollten wir nicht, weil wir lieber nachts ruhig schlafen wollten und auch die Arbeitsplätze gesichert haben wollten für unsere Mitarbeiter. Und ich finde, was wir in Deutschland brauchen, aber eigentlich in Europa und auch in Amerika, ist weg von dieser Mentalität, dass man viele Schulden macht und hin zu der Mentalität, man ist eigenverantwortlich und hat lieber mehr Eigenkapital, steht fest auf eigenen Füßen. Und da brauchen wir mehr die richtigen Anreize. Aber sind denn die Politiker so blöd, dass sie in diese Schuldenfalle hineingetappt sind? Oder war es notwendig, um Sozialstaat aufzubauen? Also jedes Land, wo man hinguckt, außer vielleicht jetzt China, aber das ist ein anderes Problem, ist ja hochverschuldet. Selbst China hat Schulden. Selbst China hat Schulden. Also die Amerikaner sind hochverschuldet, ganz Europa ist hochverschuldet, Griechenland ist sozusagen ganz leise. Aber ich glaube, es ist nicht aber nur eine ist das Frage strukturell wichtig? Wir haben ein Schuldgeldsystem. Geld entsteht ausschließlich durch Kreditaufnahme. Das heißt, solange die Wirtschaft wächst, brauchen wir mehr Geld. Mehr Geld entsteht aber nur durch Kreditaufnahme. Also muss irgendjemand jetzt Kredite aufnehmen, damit alles wächst. Das heißt, all diesen Geld steht aber das ist nicht alles. Ja. Schauen Sie, wenn wir so vorgingen, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben. Nein, ich verstehe, so ist die Situation, das ist nicht mein Vorschlag. Aber Sie haben ja gerade gesagt, dass also im Prinzip eine Beteiligung über Eigenkapital die Alternative wäre, über das Aufnehmen gegenüber der Aufnahme von Fremdkapital. So einfach ist es nicht. Die Rendite, die erwirtschaftet werden muss, die eingefordert wird von Eigenkapitaleignern, ist genau so ein Wachstumstreiber und führt genauso notwendigerweise zu Spiralen, zu Aufwärtsspiralen. Wenn das Unternehmen schrumpft das Unternehmen. Also, ja, aber, so aber, einfach, aber lassen, ich meine, wenn, der, wenn der Ihr Zwang, Vater, wenn Ihr Vater Unternehmen Kapital aufgebaut hat, der hat sein eigenes Geld eingebracht, natürlich wolltet ihr, dass ein Unternehmen wächst, dass es Erträge erwirtschaftet, aber in dem Jahr, in dem es vielleicht geschrumpft ist, musste er damit leben, dass ein Unternehmen schrumpft. Aber der konnte nicht sein Geld aus der Firma rausziehen. Ja, aber wir haben ja Gewinne erwirtschaftet. Aber Sie hätten vielleicht auch mal ein Jahr Gewinne gebracht. Gewinne wieder investieren. Aber das hohe Lied auf das Eigenkapital ist mir hier ein bisschen zu schrill. Also eine wachsende Wirtschaft, wo das Wachstum daraus entsteht, das Eigenkapital natürlich auch eine Rendite erwirtschaftet. Muss, ist kein besseres Wachstum. Okay, dann schafft man das Geld ganz ab, oder wie Sie vorschlagen. Ja, natürlich. Ja, aber ganz genau. Sieht aber, wo das hinführt, wenn Politiker zu viele Schulden machen. Das haben wir über die letzten 30 Jahre jetzt gesehen. Gerade Deutschland ist auch ein Beispiel. Ich meine, es ist gut, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben und dass wir ein Sozialversicherungssystem haben, wo jeder aufgefangen wird, der alleine nicht klarkommt. Aber das kostet natürlich auch Geld. Und Politiker haben auch gerne Wahlgeschenke gemacht und immer mehr Geld ausgegeben, einfach auch um die Wahlen zu gewinnen und immer mehr Schulden einfach gemacht. Und jetzt sehen Sie, dass Sie sich wettbewerbsfähig machen müssen, um Ihre Haushalte wieder in den Griff zu bekommen. Aber dann würde ich gerne wieder zum Thema Staatsverschuldung kommen. Ein Problem bei der Staatsverschuldung ist vor allem Folgendes. Das, was heute gemacht wird, bürdet meiner Generation, der Nachfolgegenerationen, ihre Lasten auf. Weil die werden dafür bezahlen müssen, dass heute Leute mit 60 in den Ruhestand gehen und dass heute ein so überbordendes Sozialsystem da ist, dass für meine Generation vielleicht gar nichts mehr überbleibt. Wenn ich heute bei einem Vortrag auf der Universität frage, wer von euch glaubt noch, dass ihr vom Staat eine Pension bekommt, zeigen weniger als 10% auf. Und das ist eine Schande. Denn nachhaltiges Wirtschaften heißt, dass für alle Generationen etwas da ist, aber das nicht verprasst wird. Heute wird noch verprasst. Und in 10, 15 Jahren wird einfach für die Generation, die dann im Arbeitsleben steht, zu wenig da sein. Das ist unfair. Aber ich würde ganz gerne noch mal auf dieses Schuldenmachen von Staaten. Ja? Das sind ja wir alle. Also wir geben ja sozusagen unsere Souveränität des Volkes an die Volksvertreter ab. Die wählen dann eine Regierung und die handelt. Jetzt sagen wir haben eine Rezession in der Wirtschaft. Das war in den 70er Jahren so. Da hat dann die Regierung gesagt, ich nehme Geld auf, mache Arbeitsmaßnahmen. Dadurch kriege ich viel mehr Leute wieder in Arbeit und Brot. Die zahlen Steuern, ich zahle die Schulden zurück und fertig ist der Laden.
Das ist doch gut. Das wäre so. Das wäre gut. Und wo ist jetzt der Punkt entstanden, wo es heute so ist, dass alles so dass Sie in den Zeiten nicht wieder die Ausgaben zurückfahren und dann auch Überschüsse produzieren. Ja? Es ist ja nicht Gott gegeben, dass ein Staat jedes Jahr, egal ob die Wirtschaft boomt oder ob es eine Rezession gibt, immer Budgetdefizite machen soll. Und das Zweite ist, dass die Budgetdefizite immer mehr ausgeufert sind. Ja? Und es ist einfach so. Die Politiker zu blöd, um dieses simple Verfahren zu. Ja, gut, Politiker müssen natürlich gewählt werden. Das ist kurzfristig gedacht. Ja. Einfach beispielsweise die Abwrackprämie. Ja. Da wurde gesagt, das ist Teil des Konjunkturpaketes. Wir subventionieren hier einen Teil der Unternehmen. Und das hat kurzfristig auch gewirkt. Aber das hat ja die Strukturen nicht verändert. Das hat die Betriebe nicht wettbewerbsfähiger gemacht. Aber die Autoindustrie steht blendend da. Ja, die Politiker sind aber. Die Konsequenz dieser vielen Konjunkturpakete sind aber mehr Schulden. Auch Deutschland ist sehr verschuldet. Ja. Viel besser wäre es, wenn die Politik sagt, wir arbeiten an den Rahmenbedingungen. Wir schaffen Möglichkeiten, dass die Betriebe noch wettbewerbsfähiger sind. Beispielsweise, dass die Sozialsysteme reformiert werden, dass die Sozialversicherungen nicht ganz so teuer sind, dass das Arbeit besser bezahlbar ist, damit noch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist eine Möglichkeit. Das redet die Unternehmerin. Oder ein Steuersystem, was Eigenkapital noch mehr fördert. Ja. Dass die Betriebe so wettbewerbsfähig sind, dass nachhaltig wirklich Werte geschaffen können. Ansonsten, wenn sie keine Strukturreformen schaffen, Sie sehen das an Ländern wie Italien oder Spanien, wo beispielsweise auch der Arbeitsmarkt so rigide ist, wo die Jugendarbeitslosigkeit so hoch ist. Da wurden keine Strukturreformen gemacht, sondern einfach nur Geld ausgegeben. Das bringt einfach nichts. Nee, das ist also ich glaube, die Schuld einfach nur der Politik in die Schuhe zu schieben und zu sagen, die Staaten haben sich verschuldet oder sie haben zu viele Behörden oder zu viel Bürokratie geschaffen, das ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen. Also auch im Unternehmensbereich, schauen wir uns den Bankenbereich an, was da alles für Fehlleistungen im Sinne von Krisen produzieren erbracht wurden. Also ich denke, das dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Aber ich möchte noch mal kurz auf die Frage eingehen, die Sie gerade gestellt und noch nicht beantwortet bekommen haben. So was da schiefläuft in diesem Modell, das ja von John Maynard Keynes stammt, dass man also in einer Krise tatsächlich zulässt, dass der Staat sich verschuldet und man dann hofft, im Boom über die Wachstumsraten sozusagen diese Verschuldung wieder tilgen zu können. Da sind zwei Haken an der Sache. Wer garantiert, dass das Wachstum, das man dann bräuchte, um tatsächlich die Schulden tilgen zu können, dass das auch wirklich erzielt wird? Und wenn wir in einer Welt wie jetzt leben, wo Ressourcenknappheiten und ganz andere Phänomene dazu führen, dass also die Wachstumsraten, die man bräuchte, um praktisch die Schulden zurückzuzahlen, diese Wachstumsraten nicht mehr erzielbar sind. Man kann keine Schulden zurückzahlen. Gut, das macht mich wahnsinnig. Immer wieder wird erzählt, noch nicht fertig, der Staat muss seine Schulden ganz genau. Fertig, gut, der zweite Haken ist, der Staat muss sich das Geld holen. Die Unternehmungen kommen ja nicht freiwillig und geben das ab. Wenn der Staat also nicht beherzt genug auch die Unternehmen besteuert, wenn er nicht beherzt genug überhaupt alle Wertschöpfungsprozesse besteuert, dann kann er das Geld natürlich nie zurückbekommen. Und in der Tat ist auch das Argument von Herrn Müller nicht falsch, dass natürlich über diese Konstruktion von Geld, die wir haben, die Möglichkeit eingeschränkt ist, zuweilen gar nicht vorhanden ist, diese Verschuldung wieder in gewisser Weise zu tilgen. Steuereinnahmen überhaupt. Und wenn Sie sagen, die Politiker hätten nicht Fehler gemacht. Das Problem ist, wenn die Politik Fehler macht, auch bei den gescheiterten Banken, die Verluste wurden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Und bei den Unternehmen, wenn die Fehler machen, dann tragen diese Verluste die Unternehmen selber. Das ist der große Unterschied. Das geht ja hier schon zu wie bei Frau Illner. Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein kurzes Beispiel, dass das Publikum versteht, wo es in unserem System krankt. Politiker werden nach 4 bis 5 Jahre gewählt und auch die Vorstandsvorsitzenden großer börsennotierter Unternehmen werden normalerweise auch auf maximal 5 Jahre gewählt. Und das ist ihr maximaler Entscheidungshorizont. Bei manchen Tradern an der Wall Street ist es oft nur ein Jahr, weil sie dann schon wieder den Job wechseln. Ich besitze zum Beispiel ein Haus in Frankfurt. Und meine Mutter hat mir gesagt, ich soll das Haus sanieren, weil dann ist in 10 Jahren noch viel mehr wert, auch wenn ich jetzt heuer sehr hohe Kosten habe und daher weniger Gewinn. Wenn ich heute Vorstandsvorsitzender eines Großkonzerns mit 3 Jahre Restlaufzeit habe oder Minister oder Bundeskanzler bin mit 3 Jahren Ablaufdatum oder Neuwahl, werde ich natürlich das machen, dass ich kurzfristig den Gewinn optimiere, das Haus nicht saniere, mehr Erträge erschaffe, aber das Haus langfristig verfällt. Okay. Wenn ich es langfristig ansehe, werde ich heute investieren. Dafür habe ich in 10 Jahren auch noch etwas, was wert ist. Nur da ist der Bundeskanzler, der Minister und der Vorstandsvorsitzende schon gar nicht mehr im Amt. Ja, also ist das tatsächlich eine Überlegung wert, dass man sagt, die Politik reagiert zu kurzfristig, immer von Wahl zu Wahl
Periode. Aber meine Frage würde noch weitergehen. Wie können wir Bürger das ändern? Können wir zum Beispiel auf die Straße gehen und sagen, nein, wir wollen es nicht. Ne? Nein, wir zahlen einfach keine Steuern mehr. Also dann macht doch, was ihr wollt. Ihr seid die Regierung, aber wir sind das Volk. Also in dem, was wir ja jetzt nicht nur in der arabischen Welt, sondern mit Occupy oder mit anderen Protestbewegungen sehen, ist das nicht tatsächlich ein Weg aus dieser, aus diesem Dilemma herauszukommen? Aber dann können wir nicht nur einfach... Jetzt ist der Miller dran. Also, okay. Also. Das ist natürlich, es geht nur das durch die Bevölkerung. Es ist nur die Bevölkerung kann erzwingen, dass sich Veränderungen ergeben. Und das, was mit Occupy jetzt passiert, ist ein guter Einstieg. Und die werden sich organisieren, die werden, das ist der Mittelstand, der auf die Straße geht. Das war ein französischer Politiker, der mal sagte, Revolutionen entstehen nicht durch diejenigen, die nichts mehr zu verlieren haben, sondern immer dann, wenn der Mittelstand um seine Existenz fürchtet. Genau. Und es ist der Mittelstand, der auf der Straße ist. Im Moment der junge Mittelstand, in Stuttgart 21 war es der ältere Mittelstand. Es sind nicht mehr die Spinner, die Esoteriker, die Rechten und Linken auf der Straße, es ist der breite Mittelstand, der zunehmend auf die Straße geht, weil er unsere Existenz fürchtet. Aber in der Diskussion, wir springen wirklich von einem Thema zum nächsten, vom Stöckchen ins Ästchen. Vielleicht können wir irgendwo mal bei einem Thema bleiben, ist ja egal welches, aber einmal bleiben. Okay, bleiben wir jetzt. Wie gesagt, wir sprechen immer davon, die Schulden zurückzahlen. Der Staat soll seine Schulden zurückzahlen oder wer auch immer hat Schulden aufgenommen, soll die zurückzahlen. Nochmal ganz einfach, in dem Moment, wo allen Schulden Geld gegenübersteht, eins zu eins, wie ein Spiegel, kann niemand Schulden zurückzahlen, ohne dass Guthaben vernichtet werden. Es geht nicht. Ich kann nur dann Schulden abbauen, wenn ich Guthaben abbaue. Es ist wie ein Spiegel, eins zu eins. Das bedeutet, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder über Inflation, beides ist weniger wert. Oder ich streiche Schulden, wie in Griechenland, dann streiche ich aber gleichzeitig genauso viel Guthaben. Oder der Staat macht es über Steuern, nimmt bei denen, die viel haben, die Hälfte weg und zahlt damit Schulden zurück. Ich kann nur Schulden zurückzahlen, indem ich Guthaben vernichte. Im Gesamtsystem. Und wenn der Staat seine Schulden zurückzahlt, auf Null fährt, dann muss er dieses Geld irgendwo hernehmen. Irgendjemand anders muss diese Schulden dann gemacht haben. Also der Bürger muss sich massiv verschulden oder die Industrie. Nur dann kann der Staat mit diesem Geld, was er da abgezogen hat, seine Schulden zurückzahlen. Aber dadurch werden die Schulden im Gesamtsystem nicht niedriger. Wir müssen uns unbedingt nicht nur anschauen, wie sind die Schulden des Staates. Wir müssen uns anschauen, wie sind die Schulden des Staatssystems. Der Bürger plus Staat plus Industrie. Und diese Schulden gehen von Beginn einer Währungsreform beispielsweise exponentiell nach oben, ohne Unterbrechung. Selbst wenn der Staat in einem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt hat, gehen die Gesamtschulden weiter hoch, weil es in der Phase andere aufnehmen. Und diesen Kreislauf können wir nicht durchbrechen. Exponentielles Wachstum in diesen Schulden. Wer exponentielles Wachstum versteht, der weiß, dass das unvorstellbare Dimensionen annimmt. Ja, bräuchten wir dann eine neue Währungsreform? Es kommt immer. Ja. Es gibt kein System wie das unsrige, das über Jahrhunderte funktioniert. Es kommt immer in gewissen Zeitabständen zu einer Neutralisierung von Schulden, indem ich Guthaben neutralisiere. Entweder über Inflation oder über eine Schuldenstreichung oder über steuerliche Geschichten, Zwangssteuern auf hohe Einkommen. Und an diesem Punkt sind wir angekommen. Die gesamte westliche Welt ist so hoch verschuldet, wenn wir das gesamte System schauen, nicht nur den Staat, da ist schon schlimm genug, so hoch verschuldet, dass es nicht mehr tragfähig ist. Da sind so viele Zinslasten und Kapitallasten drauf, was jeder Bürger erwirtschaften muss. Das schaffen wir nicht mehr. Der Staat ist überfordert, die Menschen sind überfordert. Wir sind an dem Punkt, an dem diese Neutralisierung von Schulden und damit gleichzeitig die Neutralisierung von Guthaben ansteht. Per Inflation, per Schuldenschnitt in Griechenland oder per Steuer. Alle drei Dinge liegen momentan auf dem Tisch und werden diskutiert. Also ich sehe da eine ganz andere Lösung. Es gibt natürlich schon Vorschläge, die zumindest weitestgehend darauf zielen, eine Entschuldung der öffentlichen Gebietskörperschaften, insbesondere der Staaten, vorzunehmen. Denken Sie an den Vorschlag, den Harald Spehl neulich unterbreitet hat, der in Anlehnung an den Lastenausgleich, den wir kennengelernt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, so vorgehen, dass wir solidarisch unter Rückgriff auf das Vermögen der Menschen. Das entspricht dem, was ich gerade gesagt habe. Ganz genau, gut. Aber das wird dann schon genannt in gewisser Hinsicht als ein Akt der Entschuldung. Das ist dann auch wieder eine Definitionsfrage. Es werden Schulden gelöscht. Weil Sie so rigoros sagen, dass es keine Entschuldung gäbe. Doch, genau wie ich es gesagt habe, es werden Schulden gestrichen, gleichzeitig zum Nulltarif gestrichen. Ganz genau, nicht zum Nulltarif. Völlig richtig, gut. Ja. Aber ich möchte noch was anderes sagen. Wir reden die ganze Zeit über Geld und wir machen uns Gedanken darüber, wie wir unser derzeitiges Wohlstandsmodell irgendwie retten können oder krisensicherer machen können. Und Sie haben gerade die Frage gestellt, was können Bürgerinnen
Bürgerinnen und Bürger tun. Ich denke mal, es reicht überhaupt nicht aus, irgendetwas an unserem Geld- oder Zinssystem, so sympathisch mir das auch ist, was Herr Müller sagt, zu verändern. Wir müssen unsere Lebensweise dergestalt verändern, dass wir überhaupt nicht mehr so geldabhängig sind und auch nicht mehr so viele Unternehmungen brauchen. Also die Idee, dass nachhaltiges Wachstum auf Basis von Unternehmertum möglich ist, diese Idee hat was Sympathisches. Ich bin kein Marxist, ich würde immer dafür plädieren, dass also zukünftiger Wohlstand, der wirklich das Prädikat Nachhaltigkeit verdient, dass er sich weiterhin auch speist aus kreativem Unternehmertum. Aber auch das muss materiell eine Obergrenze haben. Das heißt, man kann nicht sagen, dass wir also weiterhin über den Investitionszyklus weiterhin Gewinne erwirtschaften, die wieder reinvestiert werden, um weiterhin irgendwelche Produkte zu entwickeln. Auch Fortschritt im Gesundheitsbereich. Also glaube, das ist gerade als ein Beispiel genannt worden für nachhaltiges Wachstum. Auch das ist irgendwann nicht mehr nachhaltig, wenn die Gesundheit eines Menschen zu einem industrialisierten Produkt geworden ist und wir uns fragen, was wir Menschen im Herr Professor, ich glaube, Sie wollen wieder einen Weg zurück in die Steinzeit gehen. Nein, Wir können uns sehr wohl auch eine Form des Wohlstandes vorstellen, die sicherlich bescheidener ist, die dann aber krisensicherer ist. Beispielsweise eine Welt, in der wir nur noch 20 Stunden arbeiten und eine Welt, in der wir nicht mehr nur von Geld abhängig sind, in der wir nicht mehr nur abhängig sind von Konsumgütern, die Unternehmen produzieren, sondern wo wir wieder in Netzwerken, in Genossenschaften oder auch in anderen Projekten der Selbsthilfe quasi einen Teil der Produktion übernehmen, die jetzt im spezialisierten, im geldbasierten industriellen Bereich verankert ist. Also wir sollten da die Scheuklappen mal so ein bisschen verlieren. Also, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, also Lastenausgleich wäre bei beiden gleich. Das heißt also, wir stellen alles, sagen wir mal, auf 0 oder auf 1, so wie Schulden, wie auch Einkommen, wie auch Guthaben, dass wir Lasten... Das ist nicht wünschenswert, aber das ist aber wir sagen es einmal, das wäre eine Möglichkeit. Und dann haben wir eine andere Ökonomie, eine Postwachstumsökonomie. Also eher wieder, aber das ist natürlich nicht aus. Sehr romantisch, das ist sehr romantisch, den eigenen Garten zu bewirken. Also eines ist sicherlich, was ich ja höre, ist schlicht und einfach Rückschritt in die Steinzeit. Das ist schlicht und einfach, wenn wir mal 20 Stunden arbeiten, bauen wir vielleicht noch im eigenen Garten den Blumenkohl an und haben wir vielleicht bald wieder einen Kiesspan. Was spricht dagegen? Ja, was spricht dagegen? Also mein Leben, ich kann Ihnen sagen, wäre es absolut nicht. Ja, das wäre von vielen meiner Freunde auch mindestens Strom. Ja, der Mensch ist auf Fortschritt aufgebaut. Allerdings, es entscheidet am Ende die Politik und die muss demokratisch legitimiert sein und nicht wieder bei der EU ernannt, wo der Staat seinen Fokus setzt, wo der Staat seine Ziele setzt und dorthin, wo die unternehmerische Aktivität fließen soll. Und da ist die Frage, soll sie in Waffen fließen oder dass jeder ein Gesundheitssystem hat? Soll darum fließen, dass wir saubere Energie haben? Und dass wir vielleicht eine effiziente Bahnverbindung haben, wo sie darin fließen, dass einige wenige Leute alles haben. Aber das ist die Frage. Also ich möchte noch mal ganz kurz was zur Steinzeit sagen. Nicht, weil mir die Steinzeit sympathisch ist, sondern weil es mir nicht um Steinzeit geht. Reden wir mal über Klimaschutz. Das liegt dann zwischen Steinzeit und dem, was wir derzeit treiben. Wir haben auf EU-Ebene einen historischen Konsens erzielt, der darin besteht, dass alle Regierungen in Europa sich zum 2-Grad-Klimaschutzziel bekennen. Wenn wir von 7 Milliarden Menschen ausgingen, was derzeit ja der Fall ist, aber wir müssen damit rechnen, dass 2050 9 Milliarden leben, dann würden pro Kopf und pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2, das wäre dann Nachhaltigkeit, Frau Ostermann, noch an Ihre Adresse, das wäre dann nachhaltig. Wir können es auch in Flächen ausdrücken, wir können also auch organische, anorganische Ressourcen nehmen und wir liegen derzeit in Deutschland bei 11 Tonnen. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Wohlstand erreicht, der nicht vereinbar ist mit ökologischer Nachhaltigkeit. Das heißt also, wir werden wohl oder übel, wenn wir es ernst meinen, mit einer Fortsetzung der Spezies Mensch auf dem Planeten sowieso unseren Wohlstand zurückbauen müssen. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Jetzt anmelden, auch mit der weniger Arbeitszeit beispielsweise. Gucken Sie nach Frankreich, da haben wir die 35-Stunden-Woche und das Land hat riesengroße Probleme, ist nicht wirklich wettbewerbsfähig und weiß auch nicht wirklich, wie es in Zukunft da so richtig klarkommen soll. Also, deswegen, ich sage Ihnen, meine Lösung auch, um aus dieser Krise herauszukommen, ist, dass wir uns auf die Prinzipien der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft zurückbesinnen, dass jedes Land wieder mehr Eigenverantwortung
Verantwortung übernimmt, erstmal wieder wettbewerbsfähig wird, dass es auf eigenen Beinen stehen kann. Das würde in Italien beispielsweise bedeuten, dass der Arbeitsmarkt flexibilisiert werden muss, dass die Rentensysteme nachhaltig langfristig aufgestellt sein müssen von der Finanzierung her, dass die Firmen da gute Bedingungen haben, um gut zu wirtschaften. Aber ich glaube, dass es nicht möglich ist, das ganze Wachstum wieder zurückzudrehen, weil wir dann diese ganze Krise mit diesen Riesenschulden, die nun mal da ist, gar nicht mehr lösen können. Und ich bin mir sicher, dass man Schulden auch zurückzahlen kann. Das muss schließlich jeder einzelne Mensch. Jeder Mensch muss seine Schulden zurückbezahlen. Und das muss genauso für einzelne Menschen gelten wie für Firmen, aber auch für Staaten, weil sonst ist es wirklich das Prinzip nach mir die Sinnflut und dann nimmt ja niemand mehr Verantwortung. Aber das ist die Konsequenz. Wir können Schulden nicht zurückzahlen. Doch, natürlich. Nein. Moment, das wollen wir nicht. Aber das muss doch jedes Land muss doch seine eigene Position da sehen. Und da muss auch ein Land wie Italien oder auch Deutschland klar sein, dass es nachhaltig handeln muss. Da kann man doch nicht einfach sagen, aber jetzt Moment. Ist denn Europa, ist die Idee Europa und der Euro ein Fehler gewesen? Nein, der Euro ist eine sehr gute Sache. Das war auch absolut genau die richtige Sache. Nein. Ich halte es auch für falsch, den Euro jetzt wieder abzuschaffen. Ich bin auch sicher, dass er bestehen kann, wenn die Länder sich darauf besinnen, dass sie sich wettbewerbsfähig machen, dass sie weniger Schulden aufnehmen und ihre Schulden zurückbezahlen. Das ist für mich der einzige Weg. Und das ist ein Prinzip, nach der die soziale Marktwirtschaft lebt und wonach auch jeder einzelne Mensch lebt. Wenn man Schulden aufnimmt, dann muss man sie zurückbezahlen. Dann kann man nicht sagen, ja, da gibt es aber auf der anderen Seite wieder Guthaben. Was machen Sie mit ökologischen Schulden? Also es ist doch nicht nur das Problem, monetäre Schulden zu haben. Und selbst wenn wir dieses Problem so lösen würden, wie Sie das vorschlagen, dann leben wir immer noch auf Pump, und zwar in einem ökologischen Sinne der Gestalt, dass wir mit dieser Situation des Klimawandels, wie wir das jetzt gerade erleben, werden wir so unser Modell des Lebens nicht fortschreiten. Aber da gibt es doch auch den technologischen Fortschritt, der auch wieder viele Möglichkeiten schafft, Technologien zu entwickeln, dass auch mehr Rücksicht auf das Klima genommen werden kann. Diese Versuche sind bislang halt gescheitert. Also ich glaube, das Klimawandel sollten wir auf eine andere Sendung vertagen, weil ich halte das für eine potemkinsches Dorf mit der CO2-Diskussion. Aber es ist ein anderes Thema. Lassen wir es in einer anderen Sendung diskutieren. Nochmal, das Gesamtsystem kann keine Schulden zurückzahlen, habe ich aber oft genug gesagt. Ja, aber einzelne Länder. Moment, wir sind auch schon bei Europa. Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir fordern, dass die Griechen wettbewerbsfähiger werden müssen, die Italiener wettbewerbsfähiger werden müssen, die Spanier, ja, was heißt denn wettbewerbsfähiger? Gegenüber wem? Dann doch gegen uns. Dass sie mit ihren eigenen Mitteln klarkommen. Dass Wettbewerb heißt, Werte erwirtschaftet, dass es keine Schulden aufnehmen muss. Wettbewerb heißt doch, ich muss mit jemandem, stehe ich im Wettbewerb. Wenn die Griechen jetzt ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, dann heißt es, dass es zulasten unserer Exporte geht. Also es wäre ein gerechterer Ausgleich zwischen den Nationen. Ja, aber dann haben wir doch wieder den Anspruch. Oder wir auch. Wir wachsen auch mit unserer Wettbewerbsfähigkeit und die Griechen. Gegen wen? Gegen die Italiener? Irgendwer muss ja, was die Griechen mehr exportieren, muss irgendein anderer weniger exportieren. Wer denn? Wer soll es denn sein? Gegen wen kämpfen wir? Außer Sie haben Wirtschaftswachstum. Dann geht die Rechnung auf. Aber das werden wir langfristig nicht haben. Dauerhaft und nur, ist klar. Aber es funktioniert nicht. Wettbewerbsfähigkeit, klar. Die Griechen müssen überhaupt erstmal Geschäftsmodelle entwickeln. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, der Euro ist ja wohl ein Fehler. Es kann überhaupt nicht funktionieren. Jedes Land braucht die Währung, die zu seiner Leistungsfähigkeit passt. Wir haben in der Schweiz gesehen, was passiert. Letztes Jahr hat der Schweizer Franken aufgewertet, nicht mal dramatisch. Sofort kam die Schweizer Exportwirtschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten und die haben abenteuerliche Konsequenzen gezogen. Die Griechen leben seit 10 Jahren mit einer Währung, die viel zu hoch, viel zu schwer für ihre Leistungsfähigkeit ist, weil sich der Euro massiv an uns orientiert. Wir sind die Dicksten. Das heißt, Griechenland kann überhaupt kein Geschäftsmodell entwickeln mit diesem viel zu schweren Währung. Es ist zu teuer, in Griechenland einzukaufen. Es ist zu teuer, in Griechenland Urlaub zu machen. Geht mal lieber in die Türkei. Die haben die Lira, die passt zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Hätten die Griechen ihre Drachme wieder, dann könnten die sehr wohl exportieren. Im Moment hat Griechenland eine Exportquote von 6% seines Bruttosozialproduktes, also praktisch nichts, weil es zu teuer ist, in Griechenland einzukaufen, weil der Euro zu hoch ist für diese griechische Wirtschaftsleistung, die sie erbringen. Würden Sie sich gerne in Griechenland kaufen? Also Griechenland ist, glaube ich, ein Spezialfall, aber grundsätzlich wird hier sehr viel Pessimismus geredet. Rückkehr zur Steinzeit, Euro ist schlecht. Und mein Aufruf ist, dass man wieder Europa als wichtige Idee sieht, um im globalen Wettbewerbsumfeld wettbewerbsfähig auch zu bleiben. Mhm. Dazu braucht es eine gemeinsame Währung, braucht es eine gemeinsame Wirtschaftsregierung, die demokratisch legitimiert ist. Mhm. Und da braucht es auch eine Antwort auf den amerikanischen Wirtschaftsimperialismus. Warum brauchst du die Und der letzte Punkt ist, das kann gerade die junge Generation machen, die klare Forderungen stellt. Nicht wie Occupy Wall Street, wir wollen irgendetwas besser machen, aber wir wissen eigentlich nicht was, sondern Bürokratie weg, Unternehmertum fördern.
Ja? Leistungsgerechte Steuern und nachhaltige politische Entscheidungen. Aber das Argument ist gebracht. Das, was notwendig ist. Ich möchte zum Schlagwort, das du gesagt hast, gerne dein Argument hören. Ja. Warum brauchen wir, um international wettbewerbsfähig zu sein, eine gemeinsame Währung? Wir haben in Europa 27 Staaten, von denen 10 andere Währungen haben. Es funktioniert wunderbar. Warum brauchen wir die gemeinsame Währung? Wo ist das Argument für die gemeinsame Währung? Weil sonst einerseits die Transaktionskosten im Handel so groß sind, wie zum Beispiel Währungshedging, Umwechslungsgebühren und Ähnliches. Nein, das ist Unfug. Nein, das ist kein Unfug. Die Briten ja, und die Polen haben die Slotty. Die als Unternehmerin ja, werden die wollen aber den Euro. Sie wollen ja, alle. Die Polen wollen längst nicht mehr. Und das Zweite ist, dass trotzdem die USA ist als Land sehr davon abhängig, dass der Dollar eine Leitwährung ist und macht alles dazu, dass der Dollar eine Leitwährung ist. Und genau dasselbe braucht Europa. Und der Euro ist trotz aller Schwierigkeiten, trotz allen Todredens noch immer eine Leitwährung. Es kann sein, dass einzelne Länder und dazu vermutlich auch Griechenland nicht zum Euro gehören, beziehungsweise es wäre besser für alle, wenn sie austreten. Griechenland hat damals auch den Weg in den Euro gefälscht. Aber grundsätzlich sollte man dieses Projekt und eine gemeinsame Währung als positiv erachten. Moment, jetzt würde ich ganz gerne noch mal hier einen Punkt setzen. Und zwar, wir diskutieren ja über eine Krise auf sehr, sehr hohem Niveau. Der letzte Krieg, der letzte Weltkrieg, und das ist immer dann wieder ein Schuldenschnitt, wenn man so will, ist ja 60 oder 65 Jahre zurück. Und ist sowas, was Herr Hörern gesagt hat, nicht tatsächlich eine Utopie, eine Vision, auf die wir demokratisch arbeiten sollen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, mit einer gesamten Welt, vielleicht sogar auf eine Art Weltregierung hin, in jetzt 300-400 Jahren. Wenn man sagt, wenn wir schon zugrunde gehen, dann sollen wir wenigstens gemeinsam demokratisch zugrunde gehen, wenn wir jetzt den Klimawandel und all diese Sachen, die dann in so... Wäre nicht das eine Diskussion, die absolut neu zu führen ist und die jungen Leute eben auch führen? Ja, also absolut. Zum Beispiel, warum ist in Deutschland die Piratenpartei so erfolgreich? Weil sie andere Fragen stellt, als sie etabliert. Ja, ich meine, eine Sache, die sicherlich nicht ein großes Problem, vor allem in einigen Ländern Europas, ist folgende. Da politisch kaum mehr Entscheidungen getroffen werden. In allen westlichen Ländern ist das politische System erstarrt. Mhm. Und die Leute haben kein Vertrauen mehr in die politischen Institutionen. Und das birgt die Gefahr von Rechts- und Linksextremismus. Und beides führt dazu, dass das, was Sie gesagt haben, wie Krieg, Zerstörung, Hass, Ausländerfeindlichkeit, wieder politisches Kalkül bekommen. Ja, ja. Und das ist etwas, das gilt es zu verhindern. Absolut. Das ist eine große Gefahr. Und um das zu machen, brauchen wir politische Entscheidungsfähigkeit, eine klar definierte Entscheidungskompetenz mit demokratischer Legitimation in Brüssel und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, das nur durch gesundes Unternehmertum stattfinden kann. Ja, jetzt Herr Pech. Also nochmal, nachhaltiges Wirtschaftswachstum kann und wird es nicht geben. Eher, glaube ich, an die Quadratur des Kreises, weil einfach die ökologische und materielle Entkopplung von Wirtschaftswachstum nie gelungen ist und auch vermutlich aus Gründen der Thermodynamik so ohne weiteres nicht gelingen wird. Aber ich möchte noch was zu der gemeinsamen Währung sagen. Ich habe einen ähnlichen Standpunkt wie Herr Müller, aber aus anderen Gründen. Natürlich kann man zeigen, dass ein gemeinsamer Währungsraum wie der europäische, gerade wie Herr Hörern auch gesagt hat, was auch stimmt, wegen der Senkung der Transaktionskosten ein Wachstumsbeschleuniger darstellt. Da ich aber nun mal ein Wachstumskritiker bin, bin ich eben aus anderen Gründen als Herr Müller, also gegen diese gemeinsame Währung. Und vor allem, das haben schon Leute wie Leopold Kohr und Fritz Schumacher auf den Punkt gebracht, wir schaffen mit solchen überdimensionierten und homogenisierten und entgrenzten Wirtschaftsräumen, schaffen wir Systeme, die keiner mehr durchschaut, die keiner mehr steuern kann. Die Rückkehr zu Vielfalt, zu Kleinräumigkeit, Dezentralität bedeutet, dass solche Krisen, wie wir sie erlebt haben 2008 und jetzt demnächst wieder erleben werden, kann ich das ganz kurz zu Ende erzählen. Deswegen ist es durchaus wichtig, dass wir, um die Gesamtstabilität der Weltwirtschaft zu gewähren, dass wir kleinere Wirtschaftsräume haben, die sich auch durchaus voneinander unterscheiden können. Und wir dann den Vorteil durch diese Vielfalt haben, dass wenn das eine System zusammenbricht, dass dann nicht notwendigerweise das andere mitgerissen wird. Deswegen sind Regionalwährungen beispielsweise oder auch die Wiedereinführung der Drachme in Griechenland veritable Vorschläge. Herr Professor, Ihre Reden hören sich an wie eine Wahlkampfsrede für so manche europäische rechtsradikale Partei. Na ja, komm. Ich glaube, das finde ich... Es gibt ja diese Regionalwährungen wie den Chiemgauer, aber das ist doch Folklore, Herr Pech. Das ist der Chiemgauer oder die andere, ist doch Folklore. Da wird eben der Suppentopf gegen die Marmelade getauscht. Entschuldigung, der Chiemgauer kann sogar mit einer Geldkarte kann er sogar benutzt werden. Und da werden alle Güter, die Sie kennen, werden über diese Währung abgerechnet. Ja. Die D-Mark
hat doch auch nicht bedeutet, dass wir in der Steinzeit waren. Und es gibt viele Erfahrungen mit Regionalwährungen, also die gar nicht so schlecht sind. Aber nochmal, Nur ein Satz noch. Regionalwährungen sind Komplementärwährungen. Das heißt, es geht nicht um die Abschaffung des Euros oder des Dollars. Auch den Herrn Müller habe ich so verstanden, dass er die Wiedereinführung der Drachme nicht damit verbindet, den Euro abzuschaffen. Sondern wir haben dann durch diese Pluralität ein Mehr an Stabilität, weil wir wieder auf engerem Raum stabilisierbare Prozesse des wirtschaftlichen Austausches haben. Aber jetzt ist wenn Griechenland aus Europa austreten möchte, dann sollen sie das tun. Was auf jeden Fall nicht richtig ist, ist weiter der Weg in die Transferunion, Gemeinschaftshaft, immer mehr Geld nach Griechenland, was sowieso nichts bringt. Also die sollten wirklich eigenverantwortlich dann handeln. Im Zweifelsfall brauchen sie aber zuallererst mal einen wirklich verbindlichen Schuldenschnitt, den es bisher ja auch noch nicht gibt. Ja. Da haben Investoren ja vorher auch hohe Renditen bekommen. Da müssen sie halt jetzt auch die Verluste mittragen. Jetzt ist es nützt nun mal alles nichts. Was mir aber noch wichtig ist, weil Sie ja auch nach der Weltwirtschaft fragten. Und was auch wichtig ist im Zusammenhang der sozialen Marktwirtschaft ist, dass es mehr Freihandelsabkommen gibt, dass es weniger Schutz Zölle gibt, weniger Barrikaden, dass die Länder untereinander handeln können. Das wäre, glaube ich, ein wirklicher Gewinn für alle Länder. Ich halte es für gefährlich, wenn wir eine Weltwirtschaftsregierung hätten beispielsweise, wo alles nach Planwirtschaft koordiniert würde. Das finde ich sehr gefährlich. Ich finde, alle Teilnehmer in der Welt müssen freiheitlich an dem System teilhaben, an der Marktwirtschaft. Aber ich glaube, es würde einen großen Gewinn bedeuten, wenn wirklich alle Teilnehmer am Markt wirklich mit fairen, gleichen Bedingungen anbieten. Aber das ist und deswegen ist Doma auch wieder sehr wichtig. Sie sind ja in der Lebensmittelbranche, aber dann müssen die ganzen Agrarsubventionen erstmal wegfallen. Ja, da wäre ich auch sehr, sehr für, weil das einfach die Preise verteuert und es ist auch unfair gegenüber anderen Ländern, die eigentlich Lebensmittel wesentlich günstiger anbieten könnten. Und ich meine, klar, man würde dann weniger Geld bezahlen für gewisse Lebensmittel, aber das wäre ja auch wieder Geld, was für andere Bereiche zur Verfügung stehen würde, wo man in anderen Bereichen wieder investieren könnte. Und da auch wieder Arbeitsplätze Moment, da geht was komplett durcheinander. Man muss es wirklich immer ganz deutlich sehen. Nein, die Subvention, das ist nicht durcheinander. Selbstverständlich. Die Subventionen erhöhen doch nicht die Preise für die Lebensmittel. Die Subventionen senken die Preise für die Lebensmittel. Wenn Sie Schutzzölle haben oder wenn Sie Mindestpreise einführen, dann macht das die Lebensmittel teuer. Gucken Sie doch auch die Milch sehen. Die, wir hatten die Butterberge, weil das alles so wahnsinnig teuer war. Wurde das vom Staat dann auch noch alles aufgekauft? Das ist Geld. Sie reden immer von Nachhaltigkeit. Das sind Mittel, die vernünftigerweise viel effizienter woanders eingesetzt werden könnten. Wir können uns das nicht mehr leisten, einfach also das Geld ineffizient wegzuschmeißen. Ich habe den Eindruck, dass in Ihrer neoliberalen Unternehmerwelt Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überhaupt nicht existieren. Das heißt also, die Arbeitnehmer sind unsere Kunden, die fragen unsere Produkte nach. Aber die müssen auch ein Einkommen haben. In einer sozialen Marktwirtschaft, wie Sie sie vor Augen haben, kann es nicht nur Unternehmungen geben, sondern es gibt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sonst fehlt ihnen ein Produktionsfaktor. Die Frage ist, welche Vorkehrungen Sie nun treffen wollen, dass in einer sozialen Marktwirtschaft auch eine hinreichende Einkommensgerechtigkeit herrscht. Das heißt also, dass wir Steuern haben, die hoch genug sind, dass wir vielleicht auch mal über ein Mindesteinkommen reden, dass wir über ein Grundeinkommen reden und dass wir auch darüber reden, dass in dieser Welt, die Sie sich vorstellen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer dann auch eine Verantwortung haben für diese Art von Einkommensgerechtigkeit. Und das fehlt mir so ein bisschen in Ihrer Vision. Aber ein Mindestlohn hat ja auch eine unsoziale Seite, denn es bedeutet ja auch, dass einige Menschen einfach dann keinen Arbeitsplatz finden und arbeitslos sind. Aber es ist wieder eine andere Diskussion. Das ist erstmal eine These, die man beweisen muss. Ich möchte mal kurz einen Vorschlag machen, wie man durchaus Dinge unter einen Hut bringen kann. Ich bin selbst Unternehmer, besitze mehrere Unternehmen und wir beteiligen die Mitarbeiter am Erfolg. Das schafft die richtigen Anreize, das ist genau, was Sie gesagt haben. Ja? Machen ja viele. Eigenkapital. Mitarbeiter am Erfolg beteiligen führt dazu, dass sie einerseits gut verdienen können, wenn die Leistung stimmt. Und wenn es dem Unternehmen schlecht geht, haben sie auch niedrigere Kosten. Ganz einfache Idee, wie man die Dinge zum Besseren macht. Aber kein Raubzug des Staates, was Sie fordern. Das ist sicherlich etwas, was ein Rückschritt wäre. In einer Schlussrunde würde ich gerne fragen, sind denn so neue, ganz neue Modelle, dass man nicht einfach von der Arbeit lebt, sondern als Mensch in einem Staat wie bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre das eine neue Idee, darüber nachzudenken, dass man, um den Arbeitsmarkt zu entlasten und so weiter, Herr Müller?
Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich möchte gar nicht auf den einzelnen, Punkt eingehen. Ja? Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Diskussionsthema, definitiv. Eine Reform des Landbesitzes ist ein Thema. Da gibt es ganz, ganz viele Einzelpunkte. Wenn es die Schlussrunde ist, können wir das nicht mehr aufrollen. Ja. Ja. Aber was wichtig ist, wir sind an einem Punkt angelangt, den wir seit Jahrzehnten nicht mehr haben. Die Politik, die Menschen da draußen hinterfragen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder das System. Sie sehen, dass das, was wir haben, es war jetzt nicht katastrophal schlecht, es war ganz okay, aber es geht noch verdammt viel besser. Mhm. Und jetzt müssen wir die Scheuklappen wegnehmen. Jetzt müssen wir alle kritischen Geister, alle klugen Köpfe zu Wort kommen lassen und müssen versuchen, die Stellschrauben so zu verändern, dass wir dieses System, das gar nicht so schlecht war, noch besser machen. Mhm. Es nutzt nichts, alles komplett umzuwerfen, das Geld abzuschaffen, komplett neue Systeme aufzubauen. Die meisten Menschen haben ihre Jobs und sind froh, wenn sie halbwegs stolperfrei mit der Situation klarkommen, mit ihrem Leben klarkommen. Den kannst du nicht von jetzt auf gleich ein komplett neues Wirtschaftssystem überstülpen. Ja. Das muss sukzessive sich entwickeln. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir jetzt ein Utopia bauen, wie es ideal sein könnte. Ja. Und jetzt überlegen, was können wir als wichtigste Schritte machen, um dem näher zu kommen, ohne alles kaputt zu schlagen. Und ich glaube, da können wir die Leute mitnehmen. Und da müssen wir alle Geister wecken, da müssen wir alle Kreativen zusammenrufen und auch konträr diskutieren, so wie wir es hier machen. Das ist, was Bundespräsident gesagt haben. Bedingungsloses Grundeinkommen ist ja einmal eine Idee auch in der FDP gewesen. Ne? Also ich halte da gar nichts von, weil ich glaube, dass wir es nicht bezahlen können. Mhm. Wir sind schon hochverschuldet. Wo sollen wir das Geld hernehmen? Ich glaube aber auch, dass es falsche Anreize setzt. Und wir haben ja auch schon ein Sozialversicherungsmodell. Wenn jemand seine Arbeit verliert, wird er aufgefangen von unserem Staat. Aber es ist wichtig, den Anreiz zu haben, sich auch wirklich anzustrengen, wieder Arbeit zu finden und sich nicht auf ewig auszuruhen und vielleicht gar nie wieder arbeiten zu gehen, weil wir leben nun mal leider auch in Deutschland in einer Gesellschaft, wo wir immer weniger Menschen haben durch den demografischen Wandel. Und wir brauchen da wirklich auch jeden klugen Kopf dringend. Und dafür braucht man auch richtig, das richtige Anreizmodell. Aber den können wir dann richtig gut bezahlen. Den können wir dann ja raussuchen aus der großen Masse, die eben dann immerhin sehr solidarisch ihr Leben leben können, ohne ständig aufs Sozialamt zu rennen. Aber Herr Hören, was denken Sie über sowas? Also jeder qua Mensch, da er hier lebt, kriegt, sagen wir mal, eine Zahl, 1.000 Euro. Basta. Also ich halte davon relativ wenig, weil es die Anreize zerstört. Und meine Nachricht, vor allem an die junge Generation, ist, sich nicht auf den Staat zu verlassen, sondern sich zu überlegen, was kann ich beitragen, damit Europa wieder das ist, was es sein soll. Nämlich dort, wo die ganze Welt hinschaut, die Nummer eins. Dort, wo der größte Wohlstand herrscht und das größte Wachstum, auch wenn Sie es nicht hören wollen. Ja? Europa, und das bedarf wenig Bürokratie und viel Unternehmertum. Und meine Generation hat es in der Hand. Die soll auf die Straße gehen und sagen, lasst uns was aufbauen und nicht lasst uns verwalten und lasst uns politisch zerstören. Das ist die Message. Strengt euch an, baut Unternehmen auf, seid kreativ und bildet euch wirtschaftlich. Und seid ehrlich. Würde denn sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen das, was Sie Postwachstumsökonomie nennen, fördern? Also in einer Postwachstumsökonomie, wie ich dabei bin, sie zu entwickeln, würden wir kein bedingungsloses Grundeinkommen benötigen, sondern wir würden einfach die Arbeitszeit, die dann noch verbleibt, wenn wir unser Wohlstandsmodell reduziert haben, hinreichend gerecht verteilen. Wir würden immer noch eine soziale Marktwirtschaft haben, Frau Ostermann, auch wenn Sie das vielleicht nicht glauben. Und wir würden nicht in der Steinzeit sein. Wir würden im Prinzip ein Versorgungsmodell kreieren, das nur noch zur Hälfte darin besteht, dass wir überhaupt Geld benötigen. Die andere Hälfte besteht darin, dass Menschen wieder ihre handwerklichen Fähigkeiten reaktivieren und nicht einfach nur plünderisch leben. Weil moderne Individuen haben sich ja seit der Steinzeit, um das nochmal zu zitieren, nicht verändert. Ihre Fähigkeiten unterscheiden sich von den Fähigkeiten eines Neandertalers nicht. Aber sie haben ein hundertfaches an Einkommen und an Materie und an Energie, was sie so alles verbrauchen. Also, ja. Und dieses Leben über seine Verhältnisse, das ist das, was wir nicht länger werden aufrechterhalten können. Und das ist nicht nur verbunden mit unserem Geld- und Zinssystem. Ja, ja. Also würden wir tatsächlich, auch wenn Sie das gerade karikiert haben oder als rechtsradikal bezeichnen, was eine Frechheit ist übrigens, wieder vielleicht mit anderen einen Garten teilen. Wir würden sogenannte Gemeingüter schaffen. Das heißt, wir würden nicht einfach nur ein freies Unternehmertum haben, sondern wir würden die Souveränität wieder erlangen. Nicht nur mit unserem Kopf und mit Geld, sondern auch mit unseren Händen, mit unserer sozialen Kompetenz im Nahraum bescheidener, aber stabiler uns zu versorgen. Und wie gesagt, Steinzeit ist es überhaupt nicht mal Mittelalter. Das könnte sehr modern sein. Aber Arbeitsteilung? Doch noch mal eine reine, jetzt nur eine Frage. Investmentpunk. Machen Sie das als Verkleidung? Das ist eine Frage der Qualität. Als absolute Berufung. Schwierig. Und zwar aus zwei Dingen. Nummer eins, ich höre selbst gerne die Musik. Und das zweite ist, ein Unternehmer,
Genauso wie jemand, der gegen den Mainstream schwimmt, der die Dinge anders macht. Und erfolgreicher und kreativer, der ist ein Punk, weil er rebelliert. Und sehr viele der erfolgreichsten Unternehmer, die Märkte umgekrempelt haben, die Märkte neu erfunden haben, das sind die Investment-Punks. Nicht die Anarcho-Punks, die betteln gehen, sondern die, die die Wirtschaft revolutionieren. Dann wäre ich ja ein Medienpunk. Ja, traumhaft. Also arbeiten wir noch. Ne? Ja. Haben Sie auch zu richtigen Punkern Kontakt? Was sagen die zu Ihrer Wachstums- und Wohlstandsorientierung? Ja. Es gibt sogar einen Anschluss, den er ganz gut gefällt. Ja. Tatsächlich. Ja. Ich habe mich auch schon mit Occupy-Leuten unterhalten. Und manche Ziele sind durchaus legitim. Aber wie gesagt, man muss in die Zukunft schauen und nicht in die Zeit der Neandertaler. Jetzt machen wir noch eine Sendung über die Steinzeit und Neandertaler. Da geht ja vieles durcheinander. Also Frau Ostern und meine Herren, herzlichen Dank für dieses ja doch etwas turbulente Gespräch fürs Nachtstudio, für manche Tipps, die wir ja gegeben haben oder vielleicht auch Begründungen, doch mittelständischer Wutbürger zu werden. Ihnen zu Hause, Dank fürs Zuschauen. War doch eine faire Ware, die wir geliefert haben für Ihre Fernsehgebühren. Wenn nicht, schreiben Sie uns www.nachtstudio.zdf.de. Schauen Sie sich aber bitte vorher nochmal die Sendung in der Mediathek an. Aber das letzte Wort hat ein kluger Kopf aus Frankreich. Michel Ecem de Montaigne sagte schon vor gut 300 Jahren, sein Geld verschleudert niemand an andere, jeder aber seine Zeit und sein Leben. Gute Nacht. Es ist Zeit für ZDF Zeit. Sie lügen, sie betrügen, sie töten. Sie beschaffen Informationen um jeden Preis. Im Grunde genommen kann aus der einfachen Hausfrau Mata Hari werden ohne Probleme. Die unheimliche Macht der Geheimdienste. ZDF Zeit. Morgen, 20.15 Uhr. Es gibt ja immer wieder neue Neuigkeiten aus der Astronomie. Die sind ja wirklich sagenhaft. Ich mache hier mal die Tür zu, weil das ist. Ich komme gerade just jetzt noch mal von vorne. Es ist so: Die Amerikaner waren auf dem Mond. Ich weiß, mit diesem Satz mache ich mich bei so einer Sendung nicht immer beliebt bei allen, die sie angucken. Aber es muss mal gesagt werden. Was los? Also, die Amerikaner waren auf dem Mond. Und wir haben die Sendung jetzt zweimal ansetzen müssen, weil ich zweimal mit der Doppelkinn-Empörung hier ins Studio reingeschossen bin. Die Amerikaner waren auf dem Mond, ich will das nur noch mal sagen, weil normalerweise gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, sie waren nicht auf dem Mond, aber sie waren auf dem Mond. Und weil sie auf dem Mond waren und weil einer immer oben bleiben musste in der Apollo-Kapsel, also in dem Mutterschiff, das ist ein schönes Wort, in dem Mutterschiff, der umkreiste ja den Mond, das heißt, er hat mehrfach die Rückseite des Mondes gesehen. Deswegen wissen wir, die Seite des Mondes, die wir nicht sehen können hier unten von der Erde, ist anders als die Vorderseite, also als die Seite, die wir immer sehen. So. Wusstest du das, dass die Rückseite anders ist als die Vorderseite? Nee, ja. Wusste ich nicht. Jetzt geht's nämlich, jetzt wird es nämlich erst interessant. Ja, wie fange ich an? Die Rückseite des Mondes im Vergleich zur Vorderseite des Mondes, sie ist dunkler, sie ist voll mit kleinen Kratern, total voll. Und lange Zeit war tatsächlich die Frage der sogenannten Selenologen, also der Mondforscher, wieso ist die Rückseite des Mondes so anders als die Vorderseite? Was ist da passiert? Kann man sich das irgendwie erklären aus der Position des Mondes relativ zur Erde? Also nur noch mal klar zu machen, der Mond dreht sich ja einmal um seine eigene Achse, während er sich einmal um die Erde herumdreht. Ich mache das mal kurz vor. Am besten ist, Benni, du bleibst stehen, weil wenn du mitgehst, dann verzwirbelt sich alles. Also das ist die Seite des Mondes, die wir immer sehen. Und er dreht sich genau einmal um die eigene Achse, während er sich einmal um die Erde dreht. Diesen Vorgang nennt man synchronisierte Rotation. Hat damit zu tun, wie er entstanden ist. Kommen wir gleich dazu. Wunderbar. Also der Mond, vom Mond sehen wir die Vorderseite und die Rückseite nur, weil erstens die russischen Sonden, die relativ früh in den 60er Jahren schon gesehen haben, aber vor allen Dingen haben wir auch authentische Berichte von den amerikanischen Astronauten,
die den Mond umkreist haben. Sie wissen ja, Apollo 8 fing ja an, 10 Mal um den Mond, Apollo 9 war ja nicht auf dem Mond, Apollo 10 war auf dem Mond, 11 war auf dem Mond, 12 war auf dem Mond, 13 einmal auf dem Mond und so weiter, bis Apollo 17. Die waren ja alle da, also wir haben wirklich genügend Informationen über die Mondrückseite und sie sieht anders aus als die Vaterseite. So. Wie kann man so etwas erklären? Ja, das kann man erstmal die Methode. Wie erklärt man einen historischen Vorgang? War ja keiner dabei. Das ist immer das Problem bei den Erklärungen für einen einmaligen historischen Vorgang. War ja keiner dabei. Wie kann man das machen? Man benutzt Naturgesetze, von denen man annimmt, dass sie immer und überall im Universum gültig sind und simuliert diese Naturgesetze in einem Simulationsapparat, bei uns einem Computer. Das heißt, man simuliert in einem Computer eine bestimmte historische Situation, von der man annimmt, so könnte es gewesen sein. Wenn dann nach dieser Simulation sich, sagen wir mal, gewisse Hinweise darauf verdichten, dass es so gewesen sein könnte, hat man ein Erklärungsmodell. Und in der Wissenschaft würde man versuchen, dieses Erklärungsmodell immer weiter und weiter zu verfeinern, also immer mehr und mehr Indizien zusammenzutragen, um den Kasus, den Fall zu erklären. So macht man das. So. So, was haben wir denn vor uns? Der Mond, unser Erdmond, ist entstanden praktisch kurz nach der Bildung der Erde durch den Einschlag eines Körpers, der doppelt so schwer war wie der Mars. Ein Einschlag kann man nicht sagen. Ich benutze das jetzt hier mal zum ersten Mal, das Wort. Es war eigentlich mehr so ein planetares Streicheln. Es war so, dass eben zwei Massen sich aneinander rieben. Und der eine wurde zerrieben beim Reiben und das führte dazu, dass eben der ihn rieb, etwas mehr Wärme bekam, wie das so ist, kennt man ja von der Reibung. Der wurde also heißer, unter anderem auch deshalb, weil im Eisenkern der Eisenkern des Zerriebenen sich ins Innere der Urerde hineinstürzte und da eine weitere Energiequelle darstellte. Aber das Zerreiben führte eben letztlich dazu, dass sich in einem Abstand von vielleicht 30.000 oder 40.000 Kilometer von der Erde entfernt, ein Ring bildete. Und in diesem Ring bildete sich der Mond. Das war die Standardfolklore bis vor kurzem. Halten wir noch mal kurz fest. Es gab also einen Impaktor, einen Einschläger, der offenbar ganz ähnliche Zusammensetzung gehabt hat.